Etwa 3 Millionen türkischstämmige Menschen leben in Deutschland. Wie gut sind sie eigentlich integriert? Darüber streiten die Politiker. Während die Debatten über Integration, Bau von Moscheen oder Islamunterricht an deutschen Schulen meist an der Oberfläche bleiben, bietet das Buch Mitten in Deutschland eine Innenperspektive. 50 Menschen mit türkischen Wurzeln erzählen, wie sie und ihre Familie hier aufgenommen wurden, welche Herausforderungen sie als Zuwanderer zu bestehen hatten und wie es ihnen gelungen ist, hier eine neue Heimat zu finden. Und sie erklären, wie ihre alte Heimat ihr Denken und Fühlen mitbestimmt. Auch werden von dieser persönlichen Erfahrungsbasis her Perspektiven für das Verhältnis der Türken zu Europa und besonders zu Deutschland sichtbar. Kommentar unserer Redaktion. Ja, sie können ja doch zusammen, die CDU und die Grünen. Und das auch noch im Musterlände, wo kürzlich ein Grüner einen CDU-Ministerpräsidenten vom Amtsessel entthront hat. Okay, es war nicht Kretschmann, es waren die Wähler. Aber ich schweife ab. Das Buch versteht sich nicht als Antwort auf Sarrazin. Vielmehr erklärt uns das Buch, warum Deutschland bei vielen Ausländern immer noch nicht so beliebt ist. Schuld ist zum Teil sicher, die Bürokratie, die es gerade Ärzten, die aus dem Ostblock kommen, sehr schwer macht, hier in Deutschland Fuß zu fassen. Wer Ali nur vom Dönerstand kennt und wirklich wissen will, wie die Türken nach Deutschland gekommen sind und was sie in unserem Land erleben, der ist mit diesem Buch sicher sehr gut beraten. Wenn das Buch dazu beiträgt, dass wir uns alle etwas besser verstehen, dann hat das Buch sein Ziel erreicht. Die Autoren Cem Özdemir, Bundestagsabgeordneter, und Wolfgang Schuster, der Oberbürgermeister von Stuttgart, haben das Buch Mitten in Deutschland geschrieben und es erschien im Herder Verlag.